Eine Beziehung, eine Ehe, ja sogar eine Freundschaft baut darauf auf, füreinander da zu sein. Dann plötzlich eine Stimme. Einander die Hand zu reichen und zu sagen, verlass dich auf mich. Man verliebt sich oft in die Kleinigkeiten des Alltags. Ich durfte die beiden vorab kennenlernen und in einem Interview getrennt zueinander, übereinander und das Miteinander befragen. Heute erzähle ich euch von zwei Menschen und deren Liebe, die uns hierher brachte. Lieber Nico, wenn zwei Menschen ihr Leben miteinander teilen, ist dies nicht nur ein großer Schritt, sondern oft mit Arbeit verbunden. Man muss aufpassen und Kompromisse eingehen. Mit dir allerdings fällt Olivia das ganz leicht. Dein Respekt, deine Liebe und dein Rückhalt ebnen den Weg für euch zusammen. Deine Fürsorge nimmt jede Angst. Und auch wenn dein Putztrieb sie noch so spät abends ärgern kann, weil du die paar Brösel nicht ignorieren kannst, so kann dies auch sehr unterhaltsam sein. Du bereicherst ihr Leben auf so vielen Ebenen, dass es ihr schwerfällt, dies auch in Worte zu fassen. Aber heute hat sie diese Worte für dich. Wir sind heute hier, um Erinnerungen zu schaffen. Es soll heute ein Tag der Freude sein. Wir wollen lachen, bis der Bauch wehtut, feiern, bis wir müde werden und tanzen, bis wir nüchtern sind. Aber in erster Linie sollen wir den Tag schmücken. Schmücken und verzieren für Blume und Schnee. Liebe Olivia, ich will dir erzählen, wie dein Nico dich liebt, was in ihm vorgeht, wenn er dich so verträumt ansieht. Eine Liebe, die dich bewegt, weil du genau spürst in jeder Berührung, was du ihm bedeutest. Die Zeit mit dir erfüllt ihn mit so viel Freude und Energie und Leidenschaft, dass er fast platzt vor Glück. Er genießt deine Nähe wie eine warme Decke. Steuert mit dir in eine Zukunft, auf die er sich von Herzen freut. Du hast nicht nur seine Träume beflügelt, sondern sein Leben verändert. Euer Zusammenhalt macht den gemeinsamen Weg so schön unkompliziert. Mit dir kann er Nähe spüren, Erinnerungen teilen oder einfach auch mal locker unbeschwert sein. Mit dir an seiner Seite, da ist er einfach er selbst. Wenn er dich in seinen Armen hält, ist er der reichste Mensch auf Erden.